Hallo, wir sind Sophia, Carmen, Nathalie und Marie. Wir sind Schülerinnen der Tablet Plus Klasse in der BHAG Steyr. Wir alle verwenden für den Unterricht ein Microsoft Surface Pro inklusive Tastatur und Stift. Wir möchten Ihnen heute zeigen, wie unsere Lehrer mit den Tablets arbeiten und auch wie sich Lehrer und Schüler OneNote unterscheiden. Weiteres werden wir Ihnen präsentieren, wie wir unsere Fehlstunden entschuldigen und welche unterschiedlichen Formen es gibt. Wie ist das Arbeiten mit Tablets für unsere Lehrerinnen und Lehrer? Ein Großteil unserer Lehrer hat seit diesem Jahr selbst ein Tablet, welches von der Schule zur Verfügung gestellt wurde und natürlich auch die Office 365-Programme inklusive der OneNote-App oder dem OneNote 2016, Teams und so weiter installiert hat. Wenn unsere Lehrer ihr Notizbuch für Klassen öffnen, sieht es so aus. Die Lehrer haben für alle Klassen und Gegenstände eigene Notizbücher, die nach den Semestern gegliedert sind. Sie erstellen ein Notizbuch und fügen dann über den Abschnitt Kursnotizen ihrer Schüler hinzu und können Seiten an einzelne Schüler oder auch die ganze Klasse verteilen. Jeder Schüler hat demnach einen eigenen Abschnitt, der von den Lehrern gesehen werden kann. Sie können also sofort unsere Hausübungen oder Schulübungen mit dem Stift oder der Tastatur verbessern. Im Gegenzug dazu können wir auch die Mitschriften unserer Lehrer sehen. Die Lehrer haben allerdings auch einen Abschnitt nur für Lehrer, in dem sie alles machen können, ohne dass ihre Schüler es sehen. Wenn man also krank ist oder ein Auslandssemester macht, ist man trotzdem immer über den neuen Stoff informiert. Die Abschnitte der Lehrer sind allerdings gesperrt und können von Schülern nicht beschrieben werden. Dazu gibt es einen sogenannten Collaboration Space. Dort kann jeder hineinschreiben. Diesen nutzen wir aber hauptsächlich für organisatorische Dinge. In Teams haben die Lehrer alle Klassen zusammengefasst. Und können sich privat oder in Gruppen mit ihren Schülern oder auch Kollegen austauschen? Und dazu auch Aufgaben verteilen. In Teams befinden sich auch Kalender oder Supplierpläne mit allen wichtigen Terminen der Lehrer. Die Schülersicht sieht dann so aus. Wir können in unseren Abschnitten schreiben und alles so organisieren, wie wir wollen. Hier haben wir von unserer Lehrerin schon eine Seite erstellt bekommen. Wir können uns ein Video ansehen und mithilfe des Soundtracks eine Listening machen. Die Beispiele habe ich nun normal händisch ausgearbeitet. Falls jemand nicht in der Schule sein kann, können seine Eltern in WebUntis unserer Stundenplan-App die Abwesenheit eintragen. Wir handhaben das so, dass wir die Entschuldigung ausdrucken, unsere Eltern diese unterschreiben und wir dann ein Foto auf OneNote stellen, welches unsere Lehrerin dann kontrolliert. Außerdem können unsere Eltern auch selbst in OneNote die Entschuldigung hineinschreiben. Das sieht dann so aus. Im Großen und Ganzen erleichtern uns die Tablets unseren Schulalltag enorm und auch die Lehrerinnen und Lehrer kommen schon sehr gut damit klar.